mich hierfür nicht zu nehmen, dafür gibt es keinen Grund. Du hingegen nimmst die Leute auf mit Sprachbehinderung. Man würde denken, schlimmer könnte es bei dem Anblick gar nicht werden. Kriegt das sogar hin, dass Logopäden reden schon verlernen. Denn die ganzen Hippie-Rapper haben nach und nach verloren. Wen wundert, sind sie meist doch ziemlich grün hinter den Ohren. Was will ein Greenpeace-Server machen gegen gut geflogen Gangster-Rap? Ein falsches Wort und ich schmeiße den Blumentopf vom Fensterbrett. Ich meine, was sollte die Scheiße auch schon bringen? Was? Ein Typ in grüner Kleidung fällt bei Battle an zu singen. Diese Michigan-Rapper mit einer Stimme wie Eunuchen tragen jeden Tag dasselbe, so wie Zeichentrickfiguren. Fort you Michigan nach Hogwarts und hat er endlich Mut gefasst, zeig ich ihm eine Wand, damit er bloß nicht seinen Zug verpasst. Dann kam sein Vater nach für Nacht ins Kinderzimmer rein, sperrte sich der kleine Mario im Zauberkoffer ein. Wenn ich anfange zu betteln, kann man Leichenteile bergen, während der Rest der Rapper die meiste Zeit nur Wattebällchen werfen. So wie Cassius Clay, man erwartet massenweise Hiebe, doch der Rap fällt ziemlich dünn aus, so wie Modemagazine. Darum fliegst du nach zwei Runden aus dem Boxring raus, jeder kann sich mit dir messen, sie ziehen Vollstock aus. Und die zwei Gelben denken wirklich, keiner kommt an deren Ego ran, doch bin ich besser als die beiden, nämlich Dego. Oh, was ist Beef? Ich hab mein Ohr auf der Street, Battle oder Beat. Oh, exklusiv, deine Ex in mein Bett, jetzt schluck PNG. Oh, alles real, Digga, fick dein Producer und spritz auf dem Beat. Oh, I got my ear on the street, yeah, I got my ear on the street.